Hallo, hallo und willkommen bei einem neuen Painting-Tutorial. Einen großen Dank an Vallejo, Mininatur und Warlord Games Germany für die Unterstützung dieses Videos. Dieses Mal bemale ich ein US Marine Corps Medium Machine Gun Team. Außerdem zeige ich euch, wie man eine Display Base einfach bauen und gestalten kann. Hier die Liste der verwendeten Farben. Die Grundschicht auf der Kleidung ist ein 4:1 Mix aus US Field Wrap und Medium Olive. Die Sandsäcke wurden mit einem 1:1 Mix aus Khaki und Medium Grey bemalt. Die Grundschicht auf dem Maschinengewehr ist US Dark Green. Die Grundschicht auf der Haut ist German Camouflage Pearl Brown. Mit Chocolate Brown bemale ich alle Lederteile. Das wären Stiefel, die Lederriemen am Helm und die Riemen der Armbanduhren. Die Helme werden mit Khaki bemalt. Die Munition bemale ich mit Hammered Copper. Und schließlich überziehe ich das ganze Modell mit Army Painter Quick Shade Dark Tone. Wenn das Quick Shade nun gut durchgetrocknet ist, trage ich nochmal alle Grundfarben auf. Dabei ist zu beachten, dass die Grundfarbe auf die erhabenen Stellen wieder aufgetragen wird. Das heißt, die Falten, wo sich das Quick Shade gesammelt hat, bleiben dunkel. Auf die erhabenen Stellen der Haut wird German Camo Pearl Brown aufgetragen. Die Gurte an der Hose bemale ich mit Khaki. Ebenso werden die Stofftasche und die Sandsäcke mit Khaki bemalt. Auch das Maschinengewehr wird nochmal mit US Dark Green akzentuiert. Mit Beastie Brown male ich unregelmäßige Tarnflecken auf den Helm.
Das gleiche wiederhole ich mit einem 1:10 Mix aus Beastie Brown und Medium Grey. Schließlich muss nur noch die Bass gemalt werden. Bereits zu Beginn habe ich die Bass braun bemalt, damit ich später an den bemalten Miniaturen keine Patzer mache. Zunächst bürste ich die Bass mit Beastie Brown. Dann bürste ich die Bass mit Khaki. Schließlich bürste ich die Bass mit Medium Grey. Damit die Steine sich ein wenig abheben, werden diese noch mit Weiß gebürstet. Und nun zeige ich, wie ich eine Display Bass gebaut habe. Ich benutze einen ganz einfachen Rahmen aus dem Baumarkt und zwei MDF-Platten. In die eine Platte habe ich 60 mm Löcher reingeschnitten, sodass die Bases der Modelle reinpassen. Zufällig hatte ich noch Modelliermasse übrig und habe aus dieser Sandsäcke modelliert. Aus Korkrinde lassen sich sehr gut Steine darstellen. Mit dem passenden Werkzeug knipse ich einzelne Stücke raus. Mit Holzleim klebe ich die einzelnen Brocken fest. Auf die gesamte obere MDF-Platte trage ich Holzleim auf. Dann verteile ich über den gesamten Holzleim Sand. Und warte ungefähr 5 Minuten, bis der Holzleim den Sand aufgezogen hat. Den überschüssigen Sand klopfe ich raus. Nun sollte man schauen, ob die Bases in unsere Löcher reinpassen. Nachdem alles soweit passt, wird die Displaybase schwarz grundiert. Im Prinzip wird die Displaybase genau wie das 60 mm Base gemalt, also in den gleichen Farben, damit später kein Übergang zu sehen ist. Das Ziel ist, dass die 60 mm Bases im Displaybase homogen aussehen. Nachdem die erste Braunschicht getrocknet ist, bürste ich das Displaybase mit Beastie Brown, gefolgt von Khaki und Medium Grey. Die Sandsäcke werden auch khaki gemalt, ähnlich wie auf den 60 mm Bases. Die Sandsäcke tusche ich noch mit Natural Amber Pigmenten und Isopropanol. Der Displayrahmen wird nochmal mit Schwarz bemalt.
kommen wir jetzt zur Base-Gestaltung. Ich trage ganz viele Leimtropfen auf das Base auf. Später finden dort ganz unterschiedliche Grasbüschel ihren Platz. Ich benutze ausschließlich Büschel von Mini Natur. Es gibt keine anderen Grasbüschel auf dem Markt, die so realistisch aussehen wie die von Mini Natur. Falls euer Einzelhändler diese nicht vertreibt, gibt es viele Online-Shops, wo diese erhältlich sind. Hier sind einige Produktbezeichnungen und Codes, die meiner Meinung nach im Tabletop Wargaming ein Must-Have sind. Die Bandbreite an unterschiedlichstem Material ist so groß, dass ihr am besten selbst schaut, was euch gefällt. Bei der Gestaltung der Display Base habe ich 8 verschiedene Komponenten von Mini Natur verwendet. Und so sieht die Displaybase mit den Modellen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.